So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11. Wir sind beim Level Dark Forest und ich muss jetzt eine Sache kurz kontrollieren. Wir haben letztes Mal die Switches gemacht. So, und das habe ich deswegen gemacht, weil ich dachte, dann tauchen die Blöcke auf, wenn irgendwo Blöcke sind. Jetzt hatten wir bei dem Twax Level so grüne, ja, Kästchen, aber die sind nicht zu Blöcken. Ups. Aber die sind nicht zu... Oh mein Gott, ich starte schon wieder richtig gut hier. Aber die sind nicht zu Blöcken geworden. Jetzt will ich hier mal ganz kurz bis zu einem Block spielen. Hier waren recht viele Blöcke, meine ich. Um zu gucken, ob die jetzt hier ausgelöst sind. Ansonsten müssten wir uns das halt vorstellen. Aber ansonsten würde ich nicht ganz verstehen, wofür es dann den Switch gibt, wenn die keinen Einfluss hier drauf haben. Weil dann kann man die ja eigentlich gar nicht mit Block spielen. Also, das wäre komisch. Und es müssten jetzt, glaube ich, gleich müssten die ersten roten Blöcke kommen. Die waren da drüben irgendwo. Ja, okay, sie sind da. Sie sind da. Sie sind da. Dann waren das bei Twakes, waren das Dekorationsblöcke, die nicht verwandelt werden. Alles gut. Wunderbar. Passt. Dark Forest von Ralschi02 ist 93. geworden. Aber ich sag mal die Platzierungen. Ich kann die sowieso nicht gut nachvollziehen. Da gehört, wie gesagt, da gehört halt dazu, klar, das Level-Design an sich. Schwebt der Mann schon da in der Luft? Das sieht ein bisschen komisch aus. Das Level-Design an sich gehört da dazu. Wie soll man denn den Sprung machen? Das Level-Design an sich gehört da dazu. Aber eben auch, wie stark die Sachen aus Vanilla verändert wurden. Und hier jetzt zum Beispiel sieht man ja, das ist alles Vanilla. Also, da ist jetzt nichts... Also, es ist... Ich drück mich komplett dämlich aus. Es regt mich auf, wenn ich so daher quatsche. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, natürlich ist alles Vanilla, das ist es ja immer, aber es sieht auch noch Vanilla aus. So, und der Sinn von dem ist ja, dass man es so umgestaltet, dass es nicht mehr Vanilla... Ja, okay, die Fragezeichenblöcke sind umgedreht. Das ist... Ja, wahrscheinlich deswegen. Also, ist kein schlechtes Level, deswegen ist es auch nicht bei den schlechtesten dabei. Aber ja, hier kann ich es schon nachvollziehen. Aber jetzt vergleichen wir das halt mal mit der 88 bei Twakes und dann verstehe ich schon wieder die Welt nicht mehr. Ne? So. Aber gut. Weil Twakes halt Level-Design technisch... Deswegen wird mich da die einzelnen... Oh, ich habe den Mann überhaupt nicht wahrgenommen. Deswegen würden mich da die einzelnen Dings interessieren. Die einzelnen Wertungen. Also, welcher Abschnitt wie viele Punkte gegeben hat und so weiter. Das wäre interessant nochmal gewesen. Ich weiß gar nicht, ob man das... Das kann man wahrscheinlich auf SMW Central aber nachschauen. Das werde ich gleich mal kontrollieren. Vielleicht kann man da die einzelnen Bewertungen dann gucken. Das werden wir gleich mal nach dem Level, werden wir mal kurz, werde ich mal kurz da drauf. Das könnte jetzt wehtun. Okay, aber wir haben den Midway Point, das ist okay. Es ist okay. Aber ja, das Level hier zum Beispiel, das fühle ich jetzt nicht so. Oh. Das fühle ich jetzt nicht ganz so. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, Ralschi. Aber... Aber es ist jetzt auch... Es hat seine Schwächen. Sagen wir es so. Also, soweit ich das... Oh mein Gott. Soweit ich das als Casual-Spieler beurteilen kann. So, mach dich weg. Danke. Oh, die Yoshi-Coins sind auch anders. Die Yoshi-Coins sehen auch anders aus, fällt mir gerade auf. Oh mein Gott, ich... tue Dinge, die ich nicht tun möchte. Jee. So. Schaffen wir es jetzt? Nein.
Das war die einfache... Och. Das war die einfache Antwort. Okay, dann gehen wir erst nochmal zurück. So. Und dann machen wir den Sprung hier. Okay. Gut. Jetzt wäre... ein Power-Up ganz nett. Okay, das ist aber auch... Yes! Ich hatte so Angst, dass ich den nicht treffe. Weil der hätte mir böse Ärger gemacht. Okay, ich hoffe, dass da oben ein Pilz drin ist. Nice. Sehr schön. Okay, die rosa Röhre passt jetzt halt auch so überhaupt nicht zum Stil. Die ist irgendwie... Es ist das erste Mal, dass so eine rosa Röhre vorkommt, oder? Ansonsten... Weil die ist zum Beispiel dunkler. Die hätte auch so dunkel... Die ist viel zu hell. Ist ja alles so dunkel gehalten. Aber die Röhre da... Oh Gott, was? What? Okay. Da war ein Gegner. Ich sehe nichts. Oh, Gott sei Dank. Kann ich da drauf laufen? Das sind Wolken, ne? Ja, okay. Ja, cool. Du springst dahin. Okay. Geh. Oh Gott, geh weg. Nee. Lösch dich. Gib mir einen Pilz. Oh, ich wollte einen Pilz. Okay, diesmal hängen wir uns dann nicht mehr dran. Haben wir gelernt, was dann passiert. Oh, nee. Wirklich. Wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Wie soll ich denn jetzt darüber kommen? Nee. Da ist noch eine. Mama. Alter. Uff. Ich wollte... Ich hätte einfach stehen bleiben müssen. Mach dich jetzt mal weg, Kollege. Tschüss. Die rutsche ich kaputt. Oh, oder auch nicht. Aber ich dachte, ich kann die kaputt rutschen. Die kann ich aber kaputt rutschen, jawohl. Da ist meine letzte Yoshi-Coin. Oh Gott. Okay, wir haben alle. Okay. Pilz nochmal. Nee. Das ist kein Pilz. Also es ist ein Pilz, aber nicht. Oh, da ist einfach noch eine daneben. Also jetzt fühle ich das Level noch weniger. Mann! Okay. Okay, ich glaube, wir haben's. Wir haben's. Schusch! Okay, ja. Es ist nicht schlecht, aber ich verstehe schon die... Also hier verstehe ich die Platzierung. Hier überhaupt nicht. Wie gesagt, das Meme ist lustig gewesen, dass er gerade 88. war. Aber von der Platzierung her verstehe ich es nicht, bezogen auf das, was wir bisher hatten. Aber gut ist es ja, ich wiederhole mich immer wieder. Guck mal hier, 89. Ein Level unter Twakes. House of Holes. Okay, das sind die Dinger, die hin und her fahren. Ja, genau. Ich meine, hier sieht man jetzt auch, das ist effektiv nur ein bisschen die Dings verändert. Hä, es gibt einfach direkt den Mond. Okay. Okay. Es gibt nicht nur direkt den Mond, es gibt direkt die Monde. Ist auch in Ordnung. Vielleicht noch ein Mond?
Ich habe noch nicht genug bekommen. Okay. Krieg ich noch einen Mond? Danke. Man muss nur bitten und kriegt hier Monde. Finde ich super. Warte mal ein bisschen. Okay, schade. Ich dachte, ein bisschen kann ich warten, aber ich krieg noch einen Mond. Und ich krieg noch einen Mond. Jetzt hätte ich aber gerne schon noch einen Mond. Also ich finde es schon ziemlich frech, dass man hier so wenig Monde bekommt. Ich finde schon... Oha, hier ist Decke. Okay. Ich finde schon, hier hat man sich mehr Monde verdient. Für die Leistung, die man hier erbringt. Also ja, ja. Absolut, ja. Sehe ich auch so. Hm. Bin definitiv dieser Ansicht, dass wir noch nicht genug Monde verteilt haben hier. Kann mir jemand erklären, warum man sowas macht? Also, warum baut man so viele Monde? Also, soll das witzig sein? So, ich weiß es nicht. Was ist... Und das ist eins unter Twakes. Das ist eins unter Twakes. Der hat doch so ein viel besseres Level-Design gehabt. Ah, naja. Und die Dekoration und alles. Wir gehen jetzt nochmal rein. Also, vergleich das mal. Schaut euch das mal an. Ich meine, bei ihm sind die Sachen auch noch Vanille. Ja. Man erkennt definitiv, dass es Vanille ist. So, da, wobei, also hier ne, so Ketten und so. Warum? Stimmt, ich wollte was nachschauen. Ich wollte die einzelnen Bewertungen nachschauen. Vielleicht geht das. Wartet mal kurz. So. Also. Gibt es einen extra Hack zu den Ergebnissen? Schwierig. Das ist der Download. Müsste der... aber das müsste doch relativ... Overworld Design Contest. VLDC 13 Results. Ah, hier. Währenddessen läuft schon der VLDC 13. Okay. Ja, ich meine, gut, es ergibt natürlich Sinn. Es ergibt natürlich Sinn. Kaizo Level Design Contest. Ja, ja, ja. Es ergibt natürlich absolut Sinn, dass, ja, VLDC 11 hier, da ist die Collab, genau. Full Release Thread. Die Ergebnisse sind natürlich viel eher entstanden. So, das, ja, ja, das ist natürlich richtig. Wartet mal. Aber wir begeben uns, wahrscheinlich kommt der, wenn ich jetzt hier so durchscrolle, kommt wahrscheinlich erstmal der VLDC 12. Logischerweise müsste der erstmal kommen. Old School Level Design Contest, auch interessant. QLDC, was ist denn QLDC? Questionable Level Design Contest. Okay, das klingt auch witzig. Fragwürdiges Level Design. Das ist das von gerade eben. Da ist das Waldlevel, kriegt da erst einen Platz erstmal. Nee, keine Ahnung. Jo, wie lang ist denn der VLDC her? What the heck? Da, VLDC 12. VLDC 12 Results. So, wir nähern uns. Jetzt hätte ich gerne die VLDC 11 Results. ASM Contest. VLDC 12 Ankündigung. KLDC. BLDC. ALDC. Was ist denn Halloween Level Design Contest oder was? Weil da immer so Kürbisse dabei sind. Könnte sein. Okay. VLDC 11. Results. Jetzt. Come see the results here. Okay, ich mache das mal extra auf. So. Zack. Kann ich mich da jetzt durchklicken oder? Click here for the whole level scoring spreadsheet.
Okay. Oh, das ist ein Google Doc. Okay. Ah ja. Sehr gut. Und jetzt kann ich nämlich auf 88 gehen und sehe Twakes Level. So. Und Twakes Level hat bei. Okay, was ist das alles hier? Ach so, das sind die einzelnen Punkte von den einzelnen Judges, aber wieder nicht. Oh, aber wieder nicht, woher die kommen. Aber wieder nicht, woher die kommen. Das ist natürlich wieder schlecht. Gibt es nicht irgendwo. Ah, hier Reasoning und so weiter. Aber man muss für alle einzeln. Für alle einzeln gibt es eine TXT. Ach Gott, ach Gott. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das heißt, ich könnte jetzt die von FP0, die von Ria, die von Frozen Squirrel und die von Morsel öffnen und dann lesen, was sie zu Twakes Level geschrieben haben. Design 35 von 60, also ich bin jetzt beim ersten, ich bin jetzt bei FP0. Design 35 von 60, Kreativität 14 von 30, Ästhetik 2 von 10, Total 51 von 100. Overdecorated, ach geh heim. Es ist überdekoriert, ja, nee, natürlich. Too much decoration. So ein Quatsch. Sorry, FP0, aber. Nicht meine Meinung. Okay, also ihm ist es zu viel. Okay. Was sagt, wer ist es jetzt? Ria? Was sagt Ria dazu? Wir werden jetzt nicht jedes Mal alle durchlesen. Das wäre zwar super interessant, aber das ist, glaube ich, dann nichts für die, fürs Let's Play. Das ist, glaube ich, nichts fürs Let's Play. Wo ist Altair? Da. Ach, Altair ist als Entry Number 69 rein und okay, ich verstehe. Okay, ihm ist auch zu viel los. Ach, was habt ihr denn alle für Probleme? Tse. Okay, dann Quill. Quill, Entry 69. Okay, bei dem geht jetzt alles durcheinander. Okay, das ergibt keinen Sinn. Wie soll ich denn jetzt da die 69 finden? Ah, der hat es wahrscheinlich nach. Der hat es wahrscheinlich nach seinen Punkten hat das sortiert, oder was? Nee. Ey, ich check das nicht. Ich weiß nicht, wie der das sortiert hat. Das ist auch nicht nach Alphabet sortiert. Ich gebe jetzt über die Suche, gebe ich jetzt einfach Altair ein. Das hätte ich gleich machen sollen. Bin schon längst drüber. Oh, der hat sogar 61 von 100. Der hat die meisten gegeben. Der hat die meisten gegeben. The graphics hinder the design. Don't hide your spikes in dirt. Oh, mach doch einfach die Augen auf. I'm in love with the aesthetics you're going for. The music is amazing. The second half is very, very nice. Oh Mann, okay. Was sagt Morsel dazu? Morsel hat auch komische Sortierungen, verstehe ich überhaupt nicht wieder die. Doch, die Sortierung verstehe ich. Das geht von 100 abwärts. Okay, Moment, 69. Altair. Bonus Area was not hard to find. Okay, es sind immer die gleichen Kriterien. Ach Leute. Also verglichen dann mit dem anderen Level. Nee, also verstehe ich nicht, aber ist okay. Ist in Ordnung. So, dann sind wir uns einfach nicht einig.
Gut. Also vor allem verglichen halt mit sowas hier. Naja, egal. Ah, es wär echt super interessant, zu jedem Level diese Dinger zu lesen, ne? Aber das ist dann too much. Also, weil hier bei House of Holes wird es mich jetzt halt brennend interessieren, was die zu den Monden sagen. Okay, komm, wir lesen das kurz. Was sagen die zu den Monden bei House of Holes? Fangen wir mal bei Morsel an. House of Holes. Standard Platforming, Palette nicht gut. Ich weiß nicht, was die Monde sollen. Okay. House of Holes bei Frozen Quills. House of Holes. Three moons more than it features moving holes. Okay. Nächstes House of Holes bei Ria. House of Holes. Was sagst du zu den Monden? Weirde Palette, sagt er. Er sagt nichts zu den Monden. Zumindest sehe ich in dem langen Text nichts von Monden. Okay, egal. Dann noch der letzte. House of Holes. Level-breaking Problem mit dem Level. Wenn man nach dem Midpoint stirbt, lädt die Kamera zu hoch oben und man kann nicht mehr die unterste Plattform sehen. Oh, das muss ich gleich mal ausprobieren. Ja, er versteht auch nicht, warum das so viele Monde sind. Okay, aber... Und dann zu sagen, hier sind zu viele... Hier ist das... Das ist zu überdekoriert? Das ist zu überdekoriert? Und Stacheln sind im Dirt versteckt und das wäre schlecht und... Was? Also... Die sieht man doch. Also wenn ich jetzt konzentriert spiele, dann sehe ich das doch. Natürlich habe ich mich angestellt bei dem Level, aber das sieht man doch. Wo ist das denn überdekoriert? Also, gette ich nicht. Gette ich nicht, aber ist in Ordnung. Ich sollte aufhören, mich zu beschweren. Ist okay. Ist okay. So, hier hieß es... Nein, das brauchen wir jetzt nicht mehr testen. Okay, Forrest, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Habe nur ich das Gefühl, oder bewegen sich die Büsche mit? Die irgendwie so ein bisschen bewegen die sich mit, oder? So ein bisschen wackeln die so hin und her. Sieht interessant aus. Okay, hier ist jetzt der große Vorteil, dass wir den Switch schon gedrückt haben und können jetzt das Level in voller Pracht sehen. Dann kann man nämlich hier hoch zu einem Yoshi. Oha! Ohne den Switch hätten wir jetzt keinen Yoshi. Danke, lieber Switch. Ich bin tot. Okay, neuer Versuch. Neuer Versuch. So. Wo war jetzt der Tod gerade? Ach ja, hier unten. Ich weiß jetzt halt nicht. Fällt man da runter? Nein, okay. Das wäre halt frech. Weil frech ist das falsche Wort, das wäre schlecht. Okay. Das ist schon sehr Vanilla, ja. Da ist halt nichts verändert. Das wäre eher jetzt so ein Old-Level-Design-Contest, ne? Irgendwie so. Nein! Ich hasse Röhren. Es ist so unglaublich. Hui! Okay.
Jo! Tschüss, Yoshi. Hab da ein bisschen voreilig dich losgelassen, aber ist okay. Du warst eh nur Bonus. So. Wohin? Okay, dahin. So. Okay. Ah, da ist wieder Yoshi. Der ist jetzt allerdings nicht so Bonus. Der ist, den kriegt man nochmal. Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon wieder, hier kommt gleich der Boden. Der Tatsachen. Also eben nicht der Boden. Ups. Das ist passiert. Aber Yoshi-Coins gibt's hier nicht, ne? Nee, da war auch kein Haken. Ich meine, da war kein Yoshi-Coin-Symbol. Da war nur der Haken. Komm, wir gehen jetzt Kaizo-Style in die Röhre rein. Perfekt. So. Nächster Versuch. Nee, ich bin gesprungen. Oh oh. Das. Jetzt mal wieder Quatsch hier. Jetzt ist ganz schwierig. Kommen die wieder? Ja, okay. So. Menschenskinder. Yoshi. Wo bin ich jetzt gerade gestorben? Ich hab's schon wieder vergessen. Irgendwo hier bei den Sprüngen, ne? Ja, genau, hier bin ich nicht rübergekommen. Weil, weiß ich nicht. Weil das halt passiert ist. Okay. No! Oha, die fahren zu vierfach jetzt aus. Okay. Aber der nicht mehr. Bam! Ebne mir den Weg. Oh, ja. Nein! Etze! Etze! So. Warum mache ich denn so viel Blödsinn? Mann. Okay. Was steht da oben? Irgendein Symbol. Okay. Ein Level machen wir noch. Und das Level hier war jetzt 90. übrigens. Muramur Mantu ist 27. geworden. Okay. So. Nein, da wäre noch ein Power-Up wahrscheinlich gewesen. Egal. Komme ich nochmal zurück? Nein. Okay. Aber hier doch jetzt zum... Das hier wurde doch jetzt auch von den Grafiken her... Also ist, man sieht ja eindeutig die Vanilla-Grafiken. Ist das nicht eigentlich dann das, was dann schlecht bewertet würde? Ich meine, es ist ein gutes Level vom Design her, so, ne? Ich muss nochmal gleich gucken, was es alles für Abschnitte gab bei den Bewertungen. Machen wir kurz jetzt. Moment. Geht gleich weiter. Es gab Design, Kreativität und Aesthetics. Okay, und wo... Hoppala. Und wo zählt jetzt rein... Wo zählt jetzt rein... Design, Kreativität... Ich denke bei Kreativität... Wobei, ich meine, Kreativität kannst du auch wieder überall rein. Ja, ich könnte sowas nie bewerten. Keine Ahnung.
Okay. Den nehme ich. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir hatten ja einen Midway. So. Okay. Okay. Ja. Nee. Okay, wir haben alle Yoshi Coins. Das ist doch schon mal was. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, den habe ich nicht realisiert, aber. Okay, das war das Level. Ja, war nett. War nett. Olivine Pass von Giftshaven. Oder Giftshaven. Oder Giftshaven. Irgendwie so. Keine Ahnung. Wenn wir so kurze Level haben, dann spielen wir halt noch eins. Ne? Das sieht komisch aus hier. So, die Erde hier drin, das ist alles so abgeschnitten. Aber das gefällt mir sehr gut mit den Blättern hier in den... Okay, aber das... Ah, das soll ein Baumstamm sein. Aber da, also das hier... Das hier gefällt mir gar nicht mehr. Die Idee ist okay... Die Blätter, die sind, das ist cool, so als Baumkrone. Das ist cool, aber der Baumstamm selbst, das ist nicht mehr cool. Das ist ziemlich hässlich. Ach, das da hier so. Das ist nicht so schön, aber ist okay. So. Aber also die Baumkronen selbst, die finde ich cool gemacht. Das ist schön. Ich dachte, ich falle runter. Ich spiele halt auch zu unvorsichtig, weil ich immer wieder den Gedanken habe, naja, wenn es schief geht, lade ich halt. Das sollte ich nicht tun. Okay, sehr schön. Ja, also... Ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Es gibt sehr schöne Elemente an den Bäumen und es gibt nicht so schöne Elemente bei den Bäumen. Okay. Okay. Oh, vorsichtig! Wo muss ich denn jetzt... Okay. Geh einfach rüber. Jetzt bin ich auf so einem... ja. Nein. Hab schon Schöneres gesehen. Okay, wait a moment. Okay, nee, ich will schon da hoch. Okay. Okay, Midway. Damit sind die Yoshi-Coins schon mal safe. Nächster Abschnitt. Oh, wir sind unten jetzt. Und unter der Erde. Ach, das sind so Blöcke. Yoshi Coin. Oh, die ist frech. Ja. Die wird mich... jetzt habe ich den Block nicht weit genug mitnehmen können. Das ist ärgerlich. Aber hätte wahrscheinlich ein Leben gegeben oder sowas. Okay. Aber ansonsten, Level-Design-technisch finde ich sehr schön. Also das muss man wieder sagen, ne? So Level-Design-technisch ist es sehr schönes Level. Jetzt auch der zweite Abschnitt hier ist auch sehr hübsch geworden. Ist hier drin der P-Switch? Ah ja, da ist der P-Switch. Auf den haben wir gewartet. Jetzt habe ich hier oben und hier unten... Ah, das ist für den Yoshi-Coin. Okay. Was passiert mir? Oh mein Gott.
Wenn ich jetzt nicht schnell genug bin, dann habe ich es ja versaut, ne? Dann habe ich wahrscheinlich keine Chance mehr. Aber gut. Man hat an sich mehr als genug Zeit und ich glaube, man ist halt einfach selbst schuld, wenn man es in der Zeit nicht schafft. So. Aber da hätte ich einfach hochschießen können, den Block. Egal. Oh lol, ich muss den mitnehmen. Okay, dann ist ein Kritikpunkt hier definitiv, dass man sich soft locken kann. Wenn man nämlich die Blöcke hier nicht schafft, nach oben zu nehmen und man hat hier nur 4 Versuche. Ich meine, ja, das sind sehr viele Versuche. Keine Frage, das sind sehr, sehr viele Versuche. Aber wenn man es halt nicht schafft, aus irgendwelchen Gründen. Wait. Ich bin dumm. Ich bin total dämlich. Oha, muss ich... Oha, was? Wie muss ich denn jetzt das machen? Uah! Okay. Ja, das war jetzt mal wieder so ein richtiger... Oh mein Gott. Das war richtig dumm. Das war richtig, richtig dumm. Oh mein Gott, war das gerade dumm. Okay. Aber es war offensichtlich, man hätte es in der Zeit nicht da hochgeschafft. Dass ich das aber nicht vorher sehe, wie ich an diesen Block ran... Oh Mann. Okay. Egal. So, komm, ein Level machen wir noch, weil das war auch wieder kurz. Suquan Solver hat 41. Platz erreicht. Der Name sagt mir wieder was. Ah, oh, das ist okay. Oh, das könnte jetzt schwierig werden. Okay, alles gut. Nein, nicht alles gut. Gar nicht alles gut. Nein, ich mach's schon wieder falsch. Hä, wie soll ich denn da... Ach, jetzt muss ich da hoch. Ah, okay. Ah, jetzt muss ich hier... Oh Gott, das wird... Oh, das wird frech. Oh, okay, dann müssen wir uns den Pilz mitnehmen. Dann müssen wir uns erstmal den Pilz mitnehmen unten. Aber an sich ist die Idee ganz cool. An sich ist die Idee ganz cool. Aus dem... Scheiße. Komme ich da so hoch? Ja, Mist. Ja! Es geht. Okay, kann ich jetzt über den Weg hier hochgehen eigentlich? Ja! Oh, aber dann kriege ich die... Nein, ich kriege die Yoshi-Coin nicht mehr. Komme ich da nochmal runter? Okay, er lässt mich nochmal runter. Yikes. Der schiebt hier einfach alles durch. Sehr gut. Okay, jetzt haben wir's. Okay. Oh mein Gott, da kommt der Nächste. Hä, wieso komme ich da nicht... Ach, ach so, weil... Nein! Oh Gott, ich... Ein Glück kann man die noch einsammeln. Ich wollte noch sagen, bestimmt ist da irgendwas hin und her geschoben worden. Oh, da muss ich echt aufpassen auf die Yoshi-Coins. Die kann man hier leicht verpassen. Okay, wo, auf welchem... Da drüben ist die Yoshi-Coin. Hä? Kommt da jetzt noch an der Seite was rausgefahren? Ja. Hätten wir jetzt auch gewundert, wenn nicht. Okay, das war jetzt ein interessanter, relativ leichter Weg sogar. Oh mein Gott!
Oh mein Gott! Oh Gott, jetzt muss ich ja aushalten. Oh Gott, das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht... nicht, was ich bestellt habe. Okay, schnell hoch. Ey, das ist ein krasses Level. Das ist aber... Ich finde das voll gut. Gefällt mir. Das ist ein sehr schönes Level. Von der Idee her auch alles... Von der Idee her auch alles richtig cool. No! So, nein. Vorsichtig. Okay, alles gut. Ey, das hat wirklich... Oh mein Gott. Ah, das war schlecht. Das war schlecht, das war schlecht, das war schlecht. Na, okay. Ah, das hat wirklich coole Ideen, das Level. Also, der Ersteller hatte coole Ideen. Na, der Sokoman Solver. Das finde das cool. Ich war erst ein bisschen skeptisch. So, ach, das ist einfach so ein Schlosslevel. Aber in dieser Atmosphäre, so wie er es gebaut hat, hat das schon was. Man fühlt sich wirklich, als würde man so einen Baum hochklettern. Ich mag das Level. So. Oh, oh, nicht, dass ich da jetzt zerquetscht. Okay, nein. Alles gut. Alles gut. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Okay. Ah, ich muss da drüben rein, ne? Ja, ich muss hier unten, unten hoch. Genau. Oh, oh nein. Oh nein. Bin ich da tot? Bin ich da tot? Nein, okay. Huh. Aber wir sind schon wieder im Zeitlimit. Das gibt's doch nicht. Warum wird's denn immer knapp? Schwierig. Da drüben ist die Yoshi-Coin. Aber über die komme ich nicht... nicht weiter. Oh Gott, das ist... Also wenn jetzt nicht gleich das Ende vom Level kommt, schaffen wir das zeitlich nicht. Nein! Wait, what? Okay. Wie hätte ich das jetzt machen sollen? Wie hätte ich das denn jetzt machen sollen? Oh. Na. Neuer Versuch. So. So weit, so gut. Ah, ich muss rüber. Hopp. Nee, schaffe ich nicht. Ah, doch, doch. Ich kann jetzt durch. Okay. Jetzt kriege ich einen Pilz wieder. Genau, genau. Den brauche ich. Den. Nein! Okay, das war blöd. Wir warten das kurz ab. Ah, scheiße, das war auch blöd. War leider in jeder Konstellation blöd. Aber ist der Pilz jetzt noch da? Lebt er jetzt noch? Okay, er lebt noch. Sehr gut. So. Jetzt gleich hoch, okay. Wir wissen jetzt auch schon, wo wir hin müssen, wegen der Yoshi-Coin. Aber wir wissen jetzt noch nicht, wie wir da oben weitermachen. Zumindest noch nicht so wirklich. Scheiß. Ach, nee. So.
Ach, ich muss da hoch, wenn er in die andere Richtung fährt. Jetzt muss ich hoch. Ja. Und dann hier rum und dann, okay. Und dann, hier runter. Okay. Alles gut. Ran. Wohin soll ich denn rannen? Oh nein. Verstanden. Und jetzt? Oh Scheiße. Okay, verstanden. Da muss ich mich auch beeilen, dass ich da drauf komme. Dass ich da drauf komme. Und dann ist hier die Yoshi Coin. Sehr gut. Also ohne States wäre es schon ganz schön schwierig. Okay, nein, den sammle ich nicht ein. Du hörst auf, mich hier mit irgendwas zu bewerfen gleich. Will das nicht. Will dein Leben nicht. Nein. So. Sehr gut. Und Goal! Die Switch? Oder muss ich runterfallen? Ich muss wahrscheinlich runterfallen. Ach so. Ja, okay, wir laufen gar nicht weiter. Auch in Ordnung. Puh. Ja, schönes Level. Hat mir gut gefallen. 41. ist er damit geworden. Kann man anbieten. Und hier geht's dann weiter in eine andere Welt. Wo wir dann landen, sehen wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und tschüss.